Schmeckt wie eine geile Nudel. Hallo, na und willkommen zum nachgedrehtesten Intro-Bug-Format auf ganz YouTube Deutschland. Da hat die Kamera wohl meine Speicherkarte gefressen. Cool von ihr. Hey, aber macht ja nichts. Wir sind ja aktuell alle in Quarantäne und oder viel zu Hause und haben Zeit, um uns um so einen Mist zu kümmern. Aber gar kein Problem. Wahrscheinlich ist es auch falsch eingezoomt. Ihr habt die Kamera, die Explosion habt ihr gar nicht gesehen. Moment. Da war sie. Huch. Wir haben heute etwas vor, weil wegen eben dieser Situation, in der wir uns aktuell alle befinden, oder wenn ihr das Video hier später seht, dann in der wir uns befunden haben. Wir sind alle zu Hause, wir sollen keinen Kontakt mit Leuten haben und wir kommen nicht wirklich zum Einkaufen. Und wenn wir zum Einkaufen kommen, ist vieles gar nicht erst da. Und ich habe mir gedacht, vielleicht nehmen wir das mal zum Anlass, weil ihr ja Kochen auch sehr mochtet, und kochen mal wieder was. Und wenn ihr das mögt und mich gerne unterstützen möchtet und ihr zu Hause seid, dann könnt ihr dem Kanal hier gerne ein kostenloses Abonnement dalassen. Würde ich mich sehr freuen. Und wir machen heute ein Drei-Gänge-Menü mit den Sachen, die man vorzugsweise zu Hause schon hat oder die man eigentlich kaum kaufen braucht, weil es immer nur so zwei, drei Zutaten Oder die sind. Anderen nicht wegkaufen. Oder die anderen nicht wegkaufen, weil sie nicht wissen, was man da Cooles draus machen kann. Und wir starten mit einer kleinen Vorspeise, die ich bei meiner Freundin Lynn neulich noch gesehen habe. Es war sehr, sehr lecker. Und zwar machen wir Kartoffel-Quinoa-Bratlinge. So. Und als ich das Video am Wochenende gedreht habe, hatte ich wunderschöne Kartoffeln vorgekocht. Jetzt ist Montag früh und ich schneide das Video jetzt gleich. Deswegen stellt euch jetzt hier. Ah, oh, guck mal. Ah, wow. Das sind diese Kartoffeln. Die schönsten Kartoffeln der Welt. Ich habe schon mal Kartoffeln vorgekocht. Die brauchen wir jetzt gleich. Und dann springen wir mal rüber und machen mit der zweiten Zutat weiter. Und zwar im richtigen Video. So, nachdem ihr den Quinoa ausgiebig befummelt habt, weil das ist unglaublich viel Spaß. Den muss man anfassen. Ich liebe das, in so Zeug rumzufummeln. Den setze ich jetzt mal schnell auf. Und dann geht es hier mit den Kartoffeln weiter. Die werden nämlich gerieben. Und ich habe hier so einen total coolen Schreibe-Dingsbums. Heißt der so? Ja, der heißt so, wo man eigentlich. Deswegen habe ich noch nie wirklich benutzt. Hast du das noch nie benutzt? Eigentlich ist das cool, weil dann kann man sich an Fingern nicht wehtun. Okay, aber es funktioniert, glaube ich, mit einer gekochten Kartoffel nicht. Reiben Sie die Kartoffel, schauen Sie. Ach, großartig. So, wir haben die Kartoffel jetzt einmal fertig gerieben und zerstampft. Schauen Sie, wunderbarer Kartoffelstampf. Da kommt jetzt der Quinoa rein. Der sollte nach dem Kochen so aussehen. Ja, so sollte der aussehen. Naja, ihr habt es ja gesehen. Und das könnt ihr jetzt so eins zu eins ungefähr unter. Boah, der dampft aber noch unterheben. Das ist eine Dorfzicke, die Kartoffel, ey. So sieht das aus. Voll gut. Und da könnt ihr jetzt. Nee, Moment, da fehlt noch was. Da könntet ihr theoretisch jetzt schon völlig geschmacklose kleine Bällchen draus formen. Wir möchten aber natürlich ein bisschen Gewürze haben. Und jeder von euch hat irgendwas zu Hause. Mindestens mal Salz und Pfeffer. Ich tue hinein ein bisschen Paprika und Salz. Und Kurkuma. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie zum Teufel das kleben soll. Das klebt wie die Hölle, glaubt mir. Das wird jetzt nochmal ordentlich durchgeknetet. Und dann geht das auch schon in die Pfanne. So, da machen wir jetzt. Das klebt wie Hulle. Kleine Frikadellchen draus. So, schauen Sie. Ach, klasse. Ihr könnt die theoretisch auch frittieren. Aber ich fand die aus der Pfanne auf jeden Fall ganz, ganz lecker. Und Clemens mag frittieren nicht so. Der hat eine Fritöse-Intoleranz. Fritöse. Matsch dich gleich in so ein Ding hier ein. Kommen Sie zu meiner kupferigen Pfanne, schauen Sie. Übrigens, wenn ihr euch die Hände nass macht und die Dinger damit formt, dann ist alles besser, dann klebt das nicht so. So, das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Und das Schönste an der ganzen Sache ist, ihr könnt das auch machen, wenn ihr so absolute Einkaufsmuffel seid wie ich und einfach einmal im Monat einkaufen geht für den ganzen Monat dann. Das bin nämlich ich, weil ich finde, es gibt nichts Ätzenderes und Hassenswerteres als Einkaufen. Bei uns geht der Philipp einkaufen. Ich finde, Einkaufen ist das Letzte. Es ist einfach alles an Einkaufen ist nervig. Du kannst nichts von dem, was du da siehst, essen. Du musst da rumlaufen, Dinge in den Wagen packen, dann Dinge auf Band packen, von dem Band wieder in den Wagen packen, dann in Tüten packen, ins Auto packen, vom Auto ins Haus packen, in den Kühlschrank packen. Oh, ich hasse es. Ich hasse Einkaufen. Ich liebe es. Du machst das wirklich gerne. Ich kann gerne bummeln. Das ist noch nicht warm genug. Ich bin da so in dem Modus, meine Mutter da wollte damals meine Philipp immer nur einen Teil ausruhen. Jetzt darf ich mir alle Teile ausruhen. Jetzt darf ich mir alle Teile ausruhen, selber bezahlen. Lululululululul. Ja, beste Leben, ey. So, die braten wir jetzt mal kurz ein bisschen an. Ihr könnt die übrigens, wenn die euch zu krass kleben, die auch einmal kurz in Mehl schwenken, dann klebt das nicht ganz so krass. So, während im Hintergrund noch am Brutzeln ist, weil das braucht ein bisschen, fangen wir schon mal mit der Hauptspeise an. Und wenn ihr diese Hauptspeise in der aktuellen Situation gut hinkriegt, dann könnt ihr reich werden. Reicher als jeder Bitcoin-Millionär. Wir machen nämlich Nudeln selber.
What? Ich hoffe, ihr habt noch Mehl bekommen. Na. Ich habe jetzt Buchweizenmehl genommen. Ihr müsst nur so ein bisschen auf diese Zahl, glaube ich, schauen. Und die Nudeln, die wir machen werden, Studenten hassen diesen Trick, Raviolis. Wir füllen die auch gleich mit wenigsten Zutaten. Und unser Nudelteig besteht aus genau 1, 2, 3 Zutaten. Und ich hoffe, ihr habt das meiste zu Hause. Es ist Hartweizengrieß, Buchweizenmehl und Wasser. Eine Prise Salz könnt ihr noch mit reinmachen, wenn ihr richtig verrückte Menschen seid. Und den kneten wir einmal mittels Knetbert zu einem Teig zusammen. Und dann lasst ihr den eine Stunde lang einfach liegen. So, das war's schon. Mehr ist es gar nicht. Und es ist absolute Premiere. Ach, der klebt aber auch doll. Es ist absolute Premiere. Ich habe noch nie Nudelteig selber gemacht. Ich bin mal sehr gespannt. Der kommt jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank und derweil kümmern wir uns mal um die Füllung. In Raviolis muss ja auch was rein, ne? Das sind 2 Schüsseln. Ja. Wow. So, kommen wir zur Füllung. Und ihr könnt theoretisch alles Mögliche nehmen, was ihr möchtet. Ihr könnt Steine, Holz. Gummibärchen. Ha. Alles, was ihr zu Hause habt. Ihr könnt zum Beispiel Cashews einweichen und mit Cashews zusammen und Spinat oder Pinienkernen eine geile Füllung machen. Hatten wir jetzt aber nicht da. Ihr könnt mit Tomaten und Linsen eine Füllung machen. Wir machen eine mit Spinat und Räuchertofu. Ich habe dafür schon mal einen Block Spinat abgetaut und einen Block Räuchertofu. Der sollte auch reichen und den schreddern wir jetzt im Jeremy Pascal drin. Dafür kommt das einfach einmal flapp. Da mit ein paar Gewürzen zusammen rein. Und ihr habt euch ja gewünscht, dass wir mehr kochen. So, here we are. Falls ihr generell Interesse an veganem Kochen habt und solche Gerichte hier mögt, die recht simpel, aber sehr lecker sind, kann ich euch nur sehr empfehlen, auf den ersten Link in meiner Infobox zu klicken. Da findet ihr nämlich unten nicht nur generell die ganzen Rezepte, sondern auch das neue Kochbuch von Philipp. Was? Ja. Nein. Einfach vegantastisch kochen. Ja. Könnt ihr jetzt vorbestellen. Folgen Sie dem Link in der Infobox. Ich habe auch ein bisschen mitgewirkt an diesem Buch. Ohne exotische Zutaten, alles, was ihr bei euch in der Nähe bekommt, kriegt ihr super easy hin. Für alle, die gerne mal pflanzlicher kochen wollen. So. Erwerbung Ende. So. Das stellen wir kurz zur Seite und dann schnapp ich mir mal das Brettchen hier und schneide den Räuchertofu. Der schmeckt übrigens wie Speck, auch kalt. Kommt jetzt noch da rein. Im Hintergrund brummt schon der Backofen aufwärmenderweise für den Nachtisch gleich. Wir machen jetzt aber das hier noch einmal schnell fertig. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch so geht. Kommt ihr mit der Situation gut klar? Philipp und ich kommen ganz okay klar. Also ich glaube, wir haben so ein paar Shop-Einbußen. Also die Leute kaufen im Moment nicht so viel. Ich hoffe einfach, dass ihr das Video hier mit Werbung schaut. Würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten müssen wir mal gucken. So, das passt doch. Und ihr dürft mir natürlich wie immer, wenn ihr mehr Kochvideos mögt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und wir tun das jetzt mal in die Schüssel hier rein. So, der Nudelteig ist fertig. Ah, klasse. Und richtig schön hart geworden. Ah, Moment, bevor ich den hier drauf batsche, müssen wir die Unterfläche erst bemehlen. Wir rollen den jetzt nämlich aus. Knete den nochmal ein bisschen durch. Guten Nudelstern kann ich daraus jetzt backen. Ich habe nebenbei schon mal einen Topf aufgesetzt mit Wasser, weil die können wir jetzt gleich direkt fertig machen. Ich raste komplett aus. Ist aber auch tröstlich ganz gut, weil ich kriege langsam echt Kohldampf. Frederico! Wir rollen mal aus und... Können wir vielleicht die Sachen machen, ne? Da füllen wir ja gleich. Können wir noch Schmuckstücke reinfüllen? Wir können da auch Schmuckstücke reinbacken, Philipp. Dann ist das ein Schmuckteig. Boah, geil. Der ist aber mehr wert als der Teig. Krass. Und dann gibt es eine Webseite, wo du dir das ausrechnen kannst. Ich habe einen kleinen viereckigen Ausstecher. Und damit machen wir jetzt kleine Vierecke, die wir gleich miteinander befüllen. Was? So, da kommt jetzt unsere Füllung rein. Und wir haben, Philipp, die wichtigste Frage hier in Bezug auf dieses Speisegerät hier noch überhaupt nicht geklärt. Speisegerät, was denn? Beste Nudelform. Was ist deine Lieblingsnudelform? Ganz klassisch die Linguini. Boah, also ich bin auch Linguini auf jeden Fall, deswegen habe ich gerade gefragt. Ja, du bist aber, ja auch Spaghetti. Aber ungeschnitten. Die dürfen nicht geschnitten werden. So, warte mal. Der ist noch ein bisschen dorfzickig, der Teig, weil ich nicht genügend Mehl auf die Unterfläche gemacht habe. Ich trottel. Während Philipp im Hintergrund den restlichen Räuchertofu nascht. Kann man so essen. Kann man auch so essen. Machen wir mal weiter mit dem Nachtisch. Und zwar einem der wohl unterschätztesten Nachtische. Entschuldigung. Ekelhaft! Der unterschätztesten Nachtische EU-West mindestens, muss ich sagen. Und zwar machen wir einen... Nimm den Lappen aus dem Bild. Und dich.
Und zwar machen wir ein Bananenbrot. Njam, njam, njam. Und der Philipp raschelt im Hintergrund, weil er jetzt einen wahnsinnig dummen Witz machen möchte. Möchtest du mir die Scheibe Brot geben? Möchtest du da eine Banane drauflegen? Möchtest du die Banane zwischen das... Ja. Bananenbrot. So, wir brauchen Bananen. Und zwar zwei für den Teig, eine für die Deko später. Die kommt jetzt in die Schüssel und die könnt ihr mit der Gabel so ein bisschen plattmatschen. Ich hole mal eine Gabel. Die gute Gabel von Philipps Mama. Ja, oha, wenn die das sieht, gibt sie ja Ärger, ey. Das reicht, wenn das so grob zermatscht ist. Das wird jetzt hier einmal eingespannt. Dann kommt da ein bisschen Zucker zu. Ich nehme Rohrzucker. Und dann könnt ihr das schon mal leicht anmischen. Dann kommt Mehl dazu. Dann kommt noch ein Päckchen Backpulver mit rein. Und, was natürlich nicht fehlen darf, ein Schwuppi-Vanille-Extrakt. Jum, jum, jum. Schwupp. Dann kommt noch Pflanzenmilch dazu. Flü, lü, 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 lü. Und, was ich persönlich sehr geil finde, was auch noch mit rein kann, sind so Fischlaute. Sind so Zartbitter-Schoko-Chunks. So. Wir nehmen jetzt noch die dritte Banane. Die kommt jetzt nämlich noch oben drauf. Und, die ist so krumm. Ich möchte die gerne einmal längst schneiden. Gerade Bananen, wer kennt sie nicht? Auch bekannt als Spargel. Also ich möchte sagen, bis hierhin läuft es wirklich sehr gut. Und dann kommt das jetzt gleich für 180 Grad Umluft für eine knappe Stunde in den Ofen. Müsst ihr mal gucken. Und ja. So, meine Bananenbrote werden immer so verziert. Das ist mein Signature-Move. Das ist mein Signature-Move. Das ist mein Bananenbrot-Signature-Move. Und dann kommen noch ein paar Mini-Schokostückchen mit drauf, damit das auch geilo ist. Backofen, okay, ciao. So, Zeit für die Verköstigung. Wir fangen mal an mit dem Vorspeisenteller, unseren Kartoffel-Quinoa-Bratlingen. Und ich habe dazu noch einen Naturjoghurt, Soja-Naturjoghurt, mit Kräutern gemacht zum Dippen. Ganz, ganz easy peasy nachzumachen. Ihr braucht nur Kartoffeln, Quinoa und ein paar Gewürze, drei Zutaten. Dann habt ihr schon einen tipptopp geilen Vorspeise. Und ich bin sehr gespannt, was der Geschmack sagt, weil optisch, finde ich, machen die schon mal richtig viel her. Sehen aus wie richtig gute Frikadellen. Gut aus. Ne? Dippen wir mal. Hm. Fehlt noch ein bisschen Salz. Hm. Aber ansonsten schmeckt das ein bisschen wie eine geile Mischung aus einer Frikadelle und einem Kartoffelpuffer. Überraschung! Wow! Cool. Live! Nice. Okay, super. Kommen wir zum Hauptspeisigen. Das ist ja schon, der Appetizer ist ja damit erfüllt, ne? Ta-ta-ta! Die hässlichsten Tortellini der Welt. Aber mit Ravioli. Liebe gemacht. Ravioli mit der Welt. Ich bin sehr, sehr... Ich brauche ein Messer. Ich wollte sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die von innen ausschauen. Und hier ist einfach nur ein bisschen passierte Tomate mit Tomaten und Oregano. Das habe ich gerade noch zusätzlich warm gemacht. Und ich möchte sie ein bisschen auseinanderpflücken. Schauen Sie. Nice. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. So, probieren wir mal. Ja. Schmeckt wie eine geile Nudel. Mega gut. 5 von 5 Sternen. 5 von 5 Sternen. Finde ich super lecker. Schmeckt halt wie ganz normale Ravioli. Ich habe jetzt noch ein bisschen Hefeflocken oben drauf gemacht. Das schmeckt so ein bisschen ähnlich wie Parmesan. Kann ich nur jedem empfehlen. Super lecker. Und was sagst du? Gut durch. Ne? Ja, ein bisschen Salz noch ran. Fertig. Ordentlich. Prima. Das Beste kommt zum Schluss, nämlich der Nachtisch. Kommen wir mal zu unserem Bananenbrot. Tada! Ist es nicht wunderschön geworden? Ja. Schauen Sie sich dieses Bananenbrot an. Ich freue mich sehr, das anzuschneiden. Wir schneiden mal von der Seite an. Das sieht doch sehr gut durchaus. Es klebt noch am Papier. Ja, prima. Ne? Hätte fast noch ein bisschen mehr Schokolade reingekonnt, ja, aber vielleicht ist das auch so in der Mitte gelandet. Oh ja. Love it. Mega. Finde ich tipptopp. Möchtest du auch ein Stück? Hier, bitteschön. Philipp, der ja jetzt nicht mehr auf einer Leiter steht, so wie sonst normalerweise, weil ich bin 2 Meter und er ist nur 1,75. Ihr Lieben, wie schmeckt es dir? Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schaut euch gerne die Rezepte in der Infobox an. Daumen nach oben könnt ihr auch da lassen und diese beiden Videos hier als nächstes auschecken. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und am Donnerstag um 18 Uhr wieder einschaltet. Es war mir ein Fest. Und mein Kochbuch vorbestellen. Alles gut, bis dahin. Tschüss.